Das heutige Evangelium ist, wie fast alle, die wir an den Sonntagen hören, ein ziemlich bekannter Text, sind die Seligpreisungen in der Fassung von Lukas. Bei Lukas gehören zu den Seligpreisungen auch die Weherufe. Also das ist so, selig, wehe, selig, wehe. Also ein bisschen, damit es auch deutlich ist, was Jesus damit meint. So deutlich ist es auch wieder nicht dadurch geworden, aber man kann sich das genauer anschauen. Und die Seligpreisungen könnte man kurz fassen in einem Satz: Es ist besser, weniger zu haben als viel. Es ist nicht alles, was drinnen steht, aber für heute wird es für mich reichen. Und man muss auch etwas vorwegnehmen. Jesus spricht hier viel von Armut, also in vielfacher Art und Weise. Und Armut ist schlecht. Armut ist eine Folge der Erbsünde, die wir alle in uns tragen, also dieses irgendeine Verletzung in unserer Seele, dass wir schnell zum Schlechten neigen. Nicht immer das tun, aber Menschen neigen zum Schlechten. Und es ist einfacher, Schlechtes zu tun oft als Gutes. Und weil wir so sind, gibt es auch unter anderem Armut in der Welt. Und diese nicht verschuldete Armut, wie sie auch immer aussieht, sie sieht ganz anders aus in Lateinamerika, ganz anders bei uns, die ist immer schlecht. Und nicht ohne Grund hat ein Mitbruder aus unserem Orden, der dann leider heretisch geworden ist, auch dazu aufgerufen, dass wir als Kirche diese Armut zu lindern haben. Und auch wenn er dann auf ihre Wege gegangen ist, Leonardo Boff ist sein Name, hat er in diesem Punkt recht. Und dieses Anliegen wurde auch in das Magisterium, also in die Lehre der Kirche aufgenommen und heißt einfach Option für die Armen. Wir als Christen sind dazu berufen und gerufen, die Armut in dieser Welt zu lindern. Aber davon handeln die Seligpreisungen nicht. Und wenn Jesus sagt, selig die Armen, dann meint er nicht in erster Linie die wirklich Armen, sondern er will etwas verdeutlichen, weil sonst wären diese Seligpreisungen eine billige Vertröstung. Nach selig ihr Armen, ihr habt jetzt nichts, aber Gott wird euch irgendwann das vergelten. Das stimmt schon, aber das ist billig. Das will Jesus hier nicht sagen. Und auch ein bisschen Schadensfreude könnte man auch hier haben. Ja, ich bin arm und der Reiche ist reich, aber irgendwann wird es bei ihm abgerechnet. Gott wird es ihm schon zeigen. So kann man die Seligpreisungen nicht lesen. Das ist grundlegend falsch. Es geht um etwas viel Wichtigeres. Also nicht, dass die Armen unwichtig sind. Aber Jesus geht es hier um etwas ganz anderes. In all seiner Verkündigung, in all dem, was Jesus sagt, nicht sagt und nicht tut, geht es um eines, um den Vater. Also nicht um Josef, seinen Ziehvater, sondern um Gott, den er Vater nennt. Und wenn Jesus diese Seligpreisungen dieser Jüngerschar sagt, weil Lukas berichtet, es waren viele, die das gehört haben, dann möchte er ihnen etwas deutlich machen, dass Gott gut ist und dass wir ihm vertrauen können. Gott ist nicht einer, der darauf wartet, dir eins auszuwischen oder dir zu zeigen, dass er es besser weiß. Oder wie schlecht du bist, oder wie kleinlich du bist, sondern Gott wartet auf dich und mich mit offenen Armen. Das ist aber sehr allgemein.
Wenn man die erste Lesung hier mit hineinnimmt, die ist aus dem Buch Jeremia, also es ist ein nicht besonders erfreuliches Buch in der Bibel, also der Jeremia, der jammert das ganze Buch hindurch. Und bei ihm gibt es nur Gejammer und es ist alles schlecht und es ist tragisch und es ist Katastrophe. So ist der Prophet Jeremia halt. Seine Zeit war nicht besonders schön, in der er lebte. Aber er hat auch gute Dinge gesehen. Also in der heutigen Lesung haben wir auch gehört, unter anderem, gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Also nicht irgendein Herr da, sondern es geht hier um Gott. Gesegnet der Mensch, der auf Gott vertraut und dessen Hoffnung Gott alleine ist. Das ist alles schön und nett, aber was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun? Da geht es wirklich um ganz elementare Dinge. In zwischenmenschlichen, weiß nicht, wie es euch geht, ich habe manchmal den Eindruck, dass ich zu kurz komme. Dass ich vielleicht nicht so beachtet werde und dann schmollt man ein bisschen, ist sauer oder will sich zurückziehen oder sonst was. Kann sein, dass du zu kurz kommst, aber das ist kein Grund, irgendwie zu verzweifeln. Weil wie Jeremia sagt, Segen über den, der auf den Herrn vertraut. Und Paulus schreibt es in seinen Briefen ziemlich oft, dass der Herr derjenige ist, der uns den Siegespreis überreicht. Also klingt ein bisschen blöd jetzt, aber es geht darum, dass Gott uns Gutes gibt. Und es lohnt sich, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen auf ihn zu vertrauen. Wie kann das aussehen? Das sind ganz einfache Dinge. Du brauchst deine Unzufriedenheit an dem anderen nicht auszulassen. Das ist deine Unzufriedenheit sehr oft und nicht die des anderen. Und meistens weiß der andere gar nicht, was er da tut oder was er dir antut, damit wie er ist. Es geht nicht darum, Dinge in sich hineinzufressen, sondern sich nach etwas Größerem auszustrecken. Und das Größere, das wirklich Große ist Gott selbst. Und vielleicht in einem Gebet ihm zu sagen, Gott, ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz und werde übergangen und sonst was, ich fühle mich damit schlecht. Aber auf dich will ich mein Vertrauen setzen. Weißt du, warum das wichtig ist und warum das funktioniert? Weil Gott dich über alles liebt. Und das ist der Grund dafür, wenn du auf ihn setzt, wenn du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, wirst du nicht zu kurz kommen. Du wirst wahrscheinlich dadurch nicht reich werden, das stimmt schon. Und vielleicht werden dich die Menschen weiterhin nicht beachten, kann sein. Aber du wirst reich sein, wirklich reich. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal das Gefühl hattet, dass wenn man betet, dass es ausreicht. Dass es dann wurscht ist, welche Sorgen ich habe und was für Anforderungen der Tag stellt. Weil du weißt, du bist bei ihm geborgen. Und das ist auch keine billige Vertröstung. Und Gebet bewirkt nicht immer das. Aber wenn du es einmal erfahren hast, was es heißt, wie die Wüstenväter zu sagen pflegten, in Gott zu ruhen, dann verstehst du, was ich meine. Wenn du es nicht erfahren hast, suche es. Es ist keine Schande, Gott darum zu bitten, dass er einem dieses Gefühl des Geborgenseins gibt. Es lohnt sich, auf Dinge zu verzichten. Also mir fällt das
nicht leichter wahrscheinlich als dir, auf Dinge zu verzichten, obwohl ich das versprochen habe. Aber ich weiß, wie befreiend das ist, wie frei man ist, wenn man weniger Dinge besitzt. Das ist jetzt nicht ein anderes Thema, sondern das gehört dazu. Wenn du viele Dinge besitzt, dann besitzen dich die Dinge irgendwann. Du wirst unfrei. Und das betrifft Menschen, das betrifft Geld und alles andere, was damit verbunden ist. Ich will das nicht schlecht reden. Geld ist eine gute Sache. Es zu haben ist gut. Und wenn du es nicht hast, bist du gut beraten, es zu suchen. Und ich hoffe, dir gelingt es. Aber Gott möchte uns einen anderen Weg zeigen. Einen Weg des Vertrauens. Im Vertrauen zu leben, in ihm geborgen zu sein, ist wirklich ausreichend. Das heißt nicht, dass du genug zu essen haben wirst, wenn du auf Gott vertraust. Kann sein, dass er für dich so sorgt. Es geht um dieses Gefühl. Und Gefühle sind nicht etwas Plattes und Unbedeutendes. Wenn du schon mal verliebt warst, weißt du, was das mit einem Menschen tun kann. Man ist zu unglaublichen Dingen fähig. Deswegen lohnt es sich, nach diesem Gefühl des Geborgenseins, des Ruhens in Gott zu suchen. Und darum geht es in den Seligpreisungen. Nicht um irgendwelche moralischen Vorschriften und Weisungen, was wir zu tun oder zu unterlassen haben, sondern das ist eine große Einladung Jesu, die Nähe Gottes zu suchen. Und ich wünsche dir, dass du sie findest.